Ich mache das jetzt schon 6 Jahre lang und bin über meinen Agenten sozusagen darauf gekommen. Also er hat schon vor mir 2 Helene Doubles gehabt und wir wurden einander vorgestellt und er hat mich gesehen und hat zumindest für den Moment optisch gedacht, es könnte passen. Und dann habe ich einen Probesong in meiner Heimatstadt in Rostock gemacht und das hat von der Stimmfarbe gleich ganz gut gepasst und seitdem mache ich das. Musstest du dich äußerlich groß verändern oder warst du beispielsweise schon blond? Also ich hatte das Glück, dass, also Helene kannte man am Anfang ja mit sehr kurzen Haaren und bei mir war das gerade so die Übergangsphase, wo sie es hat lang wachsen lassen und zu dem Zeitpunkt hatte ich in etwa auch so die Haarlänge, dann hat sie mal lang gehabt, mal wieder kurz gehabt, also bei mir ging das dann über Haarverlängerung, hat man sich da auch so ein bisschen geholfen, aber ich habe jetzt nicht, zum Glück muss ich die Haare nicht rot färben oder schwarz, obwohl ich das auch machen würde wahrscheinlich, das ist ja, kann man ja alles wieder rückgängig machen, aber groß verändern eigentlich nicht. Also ich glaube, ich bin kein anderer Mensch. Ich habe das Glück, dass ich natürlich super Privatsphäre habe. Also in meiner Heimatstadt oder auch hier würde mich jetzt wahrscheinlich so niemand erkennen. Und das ist so ein kleiner Vorteil, den ich vielleicht gegenüber Helene habe. Weil ich kann in dieses Bühnenleben reinschnuppern, aber bin dann zu Hause und unter der Woche einfach ich selber. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Also stimmungsvoll trifft es, glaube ich, ganz gut. Und das Schöne an Helene Fischer Musik ist ja, dass es wirklich von ganz klein bis ganz groß begeistert, von jung bis alt. Und da kommen einfach alle zusammen und feiern zusammen. Und jeder kennt den Text, ob er nun Fan ist oder nicht. Man kennt es einfach. Und das ist, glaube ich, für solche Veranstaltungen oder generell für Partys immer eine tolle, tolle Musik. Hast du einen Favoriten, ein Lieblingslied von Helene? Von den etwas Älteren mag ich gerne Marathon, weil der hat mir von der Stimmfarbe immer sehr gut gelegen. Und jetzt gerade mag ich sehr gerne Achterbahn, weil der ist einfach, ist wirklich ein ganz, ganz toller Song. Und jetzt bist du hier im Hochhausen-Pilsen. Wirst du noch was außerhalb des Bremmerzeltes sehen? Schaust du dich noch um oder ist jetzt Schluss und ist das Hotel oder wo du untergekommen? Also wir sind jetzt schon seit Donnerstag unterwegs. Hatten schon, das war jetzt der 6. Auftritt, also so ein bisschen K.O. bin ich auch, das gebe ich zu. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall noch mal eine Runde drehen und ich bin ja morgen schon wieder hier. Also von daher ist noch genug Zeit, das alles zu erleben. Super. Prima, danke.